Hallo mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Let's Play von Disney Dreamlight Valley. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, ob ich dieses Spiel Let's Playen soll und 75% haben dafür gestimmt und deswegen ist es soweit. Heute wurde Dreamlight Valley released sozusagen, aber nur als Early Access. Also es ist noch nicht das komplette Spiel. Es ist sozusagen ein Early Access, den ich mir bei Steam runtergeladen habe. Early Access gibt es, soweit ich weiß, nur gerade für Xbox und für den Computer. Ich habe zwar eine PlayStation 5, aber da funktioniert der Early Access leider noch nicht. Deswegen auf Steam. Ich habe es mir heruntergeladen. Hat 30 Euro gekostet, also nicht ganz günstig, nur für Early Access. Man weiß auch nicht, was das Spiel dann später kosten wird. Ansonsten weiß ich tatsächlich nicht so viel. Ich habe den Trailer geguckt. Es ist eine Art Open World mit Aktivitäten und Disney-Charakteren, so ähnlich wie Animal Crossing tatsächlich. Und ich muss ja sagen, ich bin ein riesiger Fan von Animal Crossing. Und ich bin gespannt, wir gehen jetzt zusammen blind durch das Spiel. Mit euch zusammen werde ich mir das Spiel anschauen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir legen los. Ja, dann würde ich sagen, neues Spiel. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Da geht's schon mal los. Fängt an wie bei Sims. Das ist schon mal gut. Wir können uns unseren eigenen Avatar einstellen. Man kann sogar einen Avatar importieren, aber ja, dann schauen wir mal. Also wir sind auf jeden Fall weiblich. Die erste hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, muss ich sagen, vom Avatar her, vom Look. Die guckt mir ein bisschen traurig, die sieht ein bisschen freaky aus. Ja, ich glaube, wir bleiben bei der ersten. So, dann klicken wir auf Bereit. Uiuiui. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wer hat auch immer bei Sims Ewigkeiten gebraucht, um seinen Charakter zu modellieren? Also das hat immer gefühlt am längsten gebraucht. Plus das Haus bauen, was man übrigens hier auch machen kann bei Dreamlight Valley. So, welche Augen nehmen wir denn? Ich fand die eigentlich ganz hübsch. Ne, die gefallen mir gar nicht. Die sind auch ganz hübsch. Ich glaube, ich bleib bei denen. Farbe des Lidschattens. Ach du Jemine. Ich mag ja ganz gern rosa. Ist mir ein bisschen too much. Ja, das gefällt mir ganz gut. Und was kann man hier noch? Ach, den zweiten. Ah, man soll ja eigentlich das äußere Lid ein bisschen dunkler halten als das innere. Aber weiß ist mir zu krass. Was kann man denn? Nee. Ach, das ist mir ein bisschen too much. Das ist ein bisschen freaky. Ich glaube, ich wechsle nochmal. Ich glaube, ich bleibe bei Brauntönen. Obwohl, das sieht jetzt so gelb aus vorne. Warum? Ich wollte nicht... Da fängt es schon an. Ich bleibe aber erstmal so. Das kann man bestimmt auch nochmal ändern. Transparent? Ach Gott. Ja, war mal so ein bisschen leicht. Kann man bestimmt später auch nochmal ändern. So, was haben wir jetzt hier? Wie der Lidschatten auch noch aufgetragen ist. Oh, jetzt ist aber, um das zu sehen, muss ich mal die Transparenz wieder erhöhen. Ich glaube, so finde ich es ganz hübsch. Ja. So, wie geht's weiter? Ah ja, hier. Also wie gesagt, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Braune Augenbrauen sind noch gut. Ne, die sind mir zu buschig. Oh Gott, ne. Die sind ganz hübsch. Ich glaube, ich bleib bei denen. Die haben mich auf Anhieb angesprochen. Und man kann sogar die Transparenz ändern. Oh Gott. Bleiben wir bei 100%. Die Nase. Ich hätte gerne so ein Stupsnäschen. Ne, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ne. Die oder... Die ist mir zu knubbelig. Die ist mir zu spitz. Nee. Ich glaube, ich bleib bei der. Dann der Mund. Oh, volle Lippen. Nee, das ist... Die. Ich glaube, ich bleib bei denen. Ein bisschen vollere Lippen. Kann ja nicht schaden. Man hat ja auch immer so ein irgendwie
versucht man sich auch so ein bisschen selbst nachzubauen, aber ich glaube, ich habe nicht so ganz volle Lippen. Habe ich hier so einen Makel an meinem Kinn? Ich glaube auch nicht. Uiuiui, nee. Ich hab ja eher ein runderes Gesicht, wo ich mir das ja nicht so eingestehen möchte. Ach, also bei den Kinn, jetzt bin ich total überfordert. Kiefer ist es ja. Nee. Oh. Ich glaube beim ersten. Das ist bestimmt auch noch der Rouge. Machen wir so ein Aprikot. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Was ist das andere? Oh, und Highlighter. Also sie haben ja wirklich an alles gedacht. An alle Beauty-Blogger hier. An alle Beauty-Lover. Die haben ja an alles gedacht. Ja, kann man auch noch stärker einstellen. Machen wir so ein bisschen. Jetzt kann man auch einstellen, wie der Rouge aussieht. Das Contouring kann man auswählen. Was ist das? Ach, Sommersprossen. Ah ja. Finde ich ganz süß, aber ich möchte die doch nicht. Also ich habe ja auch keine Sommersprossen. Dann kann man die Farbe noch und Muttermal kann man sich auch noch aussuchen. Das finde ich echt ganz hübsch. Obwohl ich keins habe. Lassen wir es drauf. Ein schwarzes Muttermal. So, Frisur. Kann man die drehen? Ja, die kann man dann hier so drehen. Ich finde ihre Haarfarbe schon richtig cool. Dieses doppelfarbige. Ich finde die Bewegung. Oh. Die finde ich ganz hübsch, die Frisur. Hatte ich die nicht eben schon? Was haben wir denn noch? Ich werde jetzt hier nicht durch jede durchklickern. Also die Frisuren sind schon geil, muss ich sagen. Also gefallen mir echt gut. Aber ich glaube, ich bleibe bei der hier. Und ich muss sagen, ich finde diese Haarfarbe schon echt gut. Also diese Kombi. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich dabei. Finde ich irgendwie gut. Kann man bestimmt auch später ändern. Körper. Oh, ja, ja. Ja, ich bin oben schlanker als unten, also bleiben wir dabei. Ich bin ein bisschen heller, ich bin nicht ganz so dunkel. Ich würde sagen so. Körperform. Nee. Ich habe schon breite Hüften, wenn man das so sagen kann. Ja, bleiben wir dabei. Gesichtsbemalung. Was kann man denn hier noch auswählen? Achso, man kann sich einen indischen... Oh, man kann sich einen Mickey... Ja, also... wer mich kennt, der weiß, ich brauche einen Mickey. Man kann den Rahmen noch wählen. Sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein schwarzer Fleck, aber ich lasse Mickey. Kann die Transparenz noch ein bisschen ändern? Über meinem Muttermal ist auch gut. Oder noch eine andere Farbe in Pink. Mach mal in Mickey in Pink, aber komplett. Mit dem Muttermal, das sieht auch ein bisschen... Naja, lassen wir es so. Bärte. Nee, Bärte brauchen wir nicht, aber wäre Möglichkeit. So, ich würde sagen, wir sind fertig. Klamotten gibt es noch keine. Dann bin ich bereit. Mein Namen. Dann bin ich doch Moni. So, bin sehr gespannt. Game Loft Presents. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende, denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Disneyland? Ah, Mickey-Schuhe! Mickey und Mickey-Socken! Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Okay, interessant. Ich möchte dazu sagen, ich bin kein professioneller Gamer oder Let's Player. Ich liebe Disney. Und spiele ab und zu Games. Aber schauen wir uns das erstmal mal an, was weitergeht hier. Disney Dreamlight Valley. Ist es Valley? Valley? Wie man es ausspricht.
Ja, erstmal hinsetzen, ne? Pause. Im Sitzen schlafen ist aber auch nicht bequem. Ja, was mache ich denn gegen die Dornen? Oh, da bin ich ja. Hallo. Guten Tag. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Oh, man kann sogar entscheiden, wie es mit der Story weitergeht. Das finde ich ja super. Was ist das für eine Frage? Ich weiß nicht, bist du es? Sag, natürlich bin ich echt. Hier kann man nie sicher sein. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Willkommen im Dreamlight Valley, meine Liebe. Moni, Dreamlight Valley? Dieser Ort ist irgendwie wundervoll, irgendwie gruselig, furchtbar geheimnisvoll. Ich würde sagen gruselig, oder? Also wenn man in so einen dunklen Ort kommt mit Dornen und so einem komischen Zauberer vor einem, würde ich sagen, ist irgendwie gruselig, oder? Dieser Ort ist doch nicht gefährlich, oder? Nun, es stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist, aber du hast nichts zu befürchten. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder enthielt. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich kenne dich, du bist Merlin. Du bist eine Art Zauberer. Du bist ein sehr alter Mann. Sagen wir mal, komm, wir ärgern ihn ein bisschen. Du bist ein sehr alter Mann. Wir wollen ja ein bisschen... Wir wollen ja nicht alles... Also ich weiß, dass es Merlin ist, aber... Du bist ein sehr alter Mann. Hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Seltsamer alter Mann? Nun, ich bin Merlin. Du. Ich bin ein Zauberer. Ein sehr, sehr mächtiger Zauberer. Das ist nicht alles. Ich bin ein Wahrsager. Ein Prognostiker? Jetzt fängt schon an. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Das würde ich auch manchmal gerne tun. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt mir doch noch die Frage, wer du bist. Ich? Ich bin Moni. Moni, Nun, der einzige Weg ins Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Frage ich mich auch. Magie? Ich? Ha, niemals. Weil ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ja, tolle Magie, würde ich sagen. Ich würde sagen, ha, Magie ich? Niemals. Wie es um Magie geht? Wenn es um Magie geht, kann ich ein Abracadabra nicht von einem Simsalabim unterscheiden. Ja, das stimmt. Oh, ich denke, du wirst feststellen, dass die Magie uns oft auswählt. Selten wählt sie unklug. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Seid euch mal nicht so sicher. Wie kann ich helfen? Was habe ich davon? Vor was retten? Ich würde sagen, wovor müssen wir das überhaupt retten, würde ich sagen. Erstmal mal Infos einholen. Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen, was es war, ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Oh, Vergessen ist nicht gut. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Geht mir manchmal auch so. Das Vergessen? Ach ja! Ach, jetzt, wo du sagst, das Vergessen! Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher dein Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Ja, besser ist es. Ah, Mickey. Dreamlight Valley war einst ein Ort voller glücklicher... Jetzt habe ich zu langsam gelesen. Das Leben war schön dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerungen begannen zu verblassen und Dreamlight Valley... Es geht zu schnell. Wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerung an unser früheres Leben wiederzubekommen. Wer kann denn so schnell lesen? Kinder können auch nicht so schnell lesen.
Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Übrigens, Early Access Version kann man, die Entwickler schauen sich das dann an und optimieren das Spiel. Das heißt, es kann eventuell dann anders aussehen bei Release im 2023. Wann genau es released wird, weiß man auch nicht. Und deswegen hoffentlich ist das eine Sache, die sie verbessern, den Text nicht so schnell durchlaufen lassen. So, wusste ich, dass das eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Erzähl mir mehr über das Vergessen, erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Ich würde sagen, erstmal erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, natürlich. Mal sehen. Nun, als unsere Herrscherin ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdorn das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdorn auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe, oder an die Namen all der Zaubersprüche, die ich in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdorn loswerden, werden deine Erinnerungen zurückkommen, werden deine Freunde zurückkommen, wird die Magie des Tals stärker denn je. Ich würde sagen, kommen die Freunde zurück. Die Nachtdornen loswerden, das ist ein interessanter Gedanke. Erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten, auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, wegen des Vergessens. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Habe ich gefragt. Ich muss, glaube ich, die Stimme so ein bisschen anpassen, damit ihr wisst, wen ich gerade spreche. Ich bin noch gerade am Anfang. Klingt nicht nach einer guten Herrscherin. Es muss einen Grund dafür geben. Vielleicht hat das Vergessen die Herrscherin dazu gebracht, zu gehen. Ich würde sagen, vielleicht hat das Vergessen die Herrscherin dazu gebracht, zu gehen. Das erscheint logisch. Ja, das Vergessen muss auf irgendeine Weise mit unserer Herrscherin verbunden sein. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wie... Ich glaube, so rede ich weiter. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Aha. Nun, es gibt einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Synchronsprecher werde ich, glaube ich, nicht. Meinen Hut. Bewegung, Interaktion. Man braucht die Pfeile. Bewegt deinen Charakter mit WASD oder den Pfeiltasten. Sieh dich mit der Maus um. Klicke mit der linken Maustaste oder benutze E, um mit der Umgebung zu interagieren. Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt geht's los. Willkommen, Aufgabe gestartet. Willkommen im Dreamlight Valley. Kann ich mich jetzt schon... Ich kann mich tatsächlich schon bewegen. Ja, also was ich eben noch sagen wollte. Ich bin kein professioneller Streamer. Ich bin gelegentlich Zocker. Ich kenne das Spiel nicht. Also es ist ein Blind Game. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und wenn ihr mir ein Like da lasst und euch das Spiel weiterhin interessiert... Dann schreibt es mir gerne auch unten in die Kommentare, dann führe ich das Let's Play natürlich auch fort. Wie gesagt, ich bin großer Disney-Fan und liebe alle Charaktere und deswegen spiele ich das Spiel und bin aber kein Profi-Gamer. So, aber weiter, wir wollen die erste Mission noch abspielen in diesem Stream. Oh. Oh. Hey, hey. Hallo. Achso, Stimme. Hey, hey. Die Dinge. Nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Moni. Willkommen in Dreamlight Valley. Was soll ich machen? Ja. Schauen wir uns die Dornen, die dieses Haus blockieren, genauer an. Denk nur daran, was wir lernen könnten. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, okay. Wie kriege ich die Dornen jetzt weg? Oh, Hallöchen. Ich habe meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begonnen, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinger entfernen. Nun, jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein.
Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Moni. Ja, natürlich, warum sollte ich sonst hier sein? Aber ich bin niemand Besonderes. Wie entferne ich sie? Komm, wir sind mal selbstbewusst. Ja, natürlich, warum sollte ich denn sonst hier sein? Ne? Ich wollte ja nicht hier Urlaub machen. Dann lass dich von mir nicht aufhalten. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdornen. Das klingt einfach. Ja, lass uns das machen. Igitt, alles ist dreckig. Nee, das ist aber nett. Ja, lass uns das machen. Ich spüre die Magie bereits in dir. Konzentriere dich darauf und sage das Zauberwort. Ach du Gott. Bibidi, babidi, Busch. Das ist gut. Nehmen wir. Ah, die Zauberworte der guten Fee. Eine weise Wahl. Bibidi, babidi, Busch. Ja. Hat funktioniert. Aha, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Dann das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst, Moni. Nun denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Okay, dann gehen wir noch rein und dann muss ich den Stream schon beenden, sonst wird es zu lang. Oh, muss mal geputzt werden. Oje, die Nachtdornen haben sich auf den Weg ins Haus gebannt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind. Alles okay? Das muss an den Nachtdornen liegen. Dieses Haus muss irgendwie wichtig sein. Es muss an den Nachtdornen liegen. Ganz genau. In der Nähe so vieler von ihnen zu sein, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Moni. Ja, das kriege ich ja hin. Danke, sehr freundlich. Ist schon lange her, dass jemand Dreamlight Valley besucht hat, weißt du? Entferne die Nachtdornen im Haus, okay. Dann machen wir das doch mal. Untersuche die leuchtende Kugel. Machen wir das doch mal. Mickey. Das ist bestimmt eine Erinnerung. So ähnlich wie bei Zelda Breath of the Wild. wie gehe ich hier zurück? Escape. Wo ist er jetzt hin? Ah, da. Es ist eine Erinnerung. Sprich mit Merlin, um zu erfahren, was es bedeutet. Du bist hier. Schön. Meine Güte. Die leuchtende Kugel, die du aus dem Nachtdorn gezogen hast, ist eine Erinnerung. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Maus und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Lass es uns herausfinden, was wahr ist. Ich will das Traumschloss sehen. Ja, was wahr ist, da weiß es ja nicht mehr. Er hat es ja vergessen. Lass es uns herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war. Siehst du, sag ich ja. Aber Moment, da ist doch etwas, woran ich mich erinnere. Als uns unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wir müssen sie finden, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht dem Tal helfen, mehr mächtige Magie erlernen, das Rätsel um das Vergessen lösen. Wir helfen dem Tal. Du hast ein reines Herz, Moni. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir aus diesem verfluchten Schlamassel heraus. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, diese Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuch du es, Moni. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Das stimmt. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen? Verstanden. Sonst noch etwas? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute.
wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Ja, ich bleibe. Hashtag. Na, dann soll dieses Haus dein Zuhause sein. Okay, das müssen wir noch ein bisschen improven, würde ich sagen. Du brauchst einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und eine Energie auftanken kannst. Es hat viel Potenzial. Es ist ziemlich verwahrlost. Es ist so klein. Ich würde sagen, es ist ziemlich verwahrlost. Wir sollen jetzt hier nicht auf... Ach, aber das war nicht immer so. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Dreamlight Valleys einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Eine Kiste. Aha. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Dein Aufgabenprotokoll. Öffne das Aufgabenmenü im Hauptmenü oder drücke L. Du kannst eine Aufgabe mit T auch mit T verfolgen. Ja, das war das Intro. Und schauen wir uns jetzt nochmal. Genau. Nächste Aufgabe ist gesperrt. Story. Ja, also wir müssen diese Geräte finden. Aber das machen wir im nächsten Part, wie gesagt. Das war der erste Part. Wir haben unseren Avatar erstellt. Wir haben die ersten Dornen entfernt. Wir haben die erste Story so mitbekommen, was es in dem Spiel geht. Und damit beende ich den Part. Wie gesagt, wenn euch das Spiel interessiert und die Parts auch, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass ich es weitermachen soll. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt.